Ihr könnt euch auf den Rücken legen. Ach so, schönen guten Morgen. Fehlt seit 5 Uhr, was? Schon mittags. So. Lass die Augen ruhig noch geschlossen einen Moment. Vielleicht magst du eine Hand auf deinen Bauch oder die Brust nehmen, um dich direkt und ganz fokussiert mit deiner Atmung zu verbinden. Und egal wo deine Hand jetzt liegt, atme ganz tief hinein, sodass die Hand sich wirklich zum Himmel hebt. Vielleicht noch etwas höher. Und dann öffnest du den Mund und atmest einmal aus und lässt die Hand einfach mit dem Bauch nach unten sinken. Nochmal tief ein. Und langsam aus. Sehr schön. Löst die Hand, lass eventuell den Mund geschlossen. Und nimm dir 2, 3 Atemzüge, um deinen kompletten Körper mit gleichmäßigen Atemzügen aufzufüllen und auszufüllen. Schau mal, ob der Atem dich durch die Stunde tragen kann und dir wie ein kleiner Wegweiser dient. Das heißt, wenn er gleichmäßig fließt, ist alles okay. Und wenn du das Gefühl hast, er stockt oder wird unruhig, dann mach ruhig eine Pause oder nimm eine Variante, die vielleicht nicht ganz so fordernd ist. Yoga ist kein Hochleistungssport. Und schon gar nicht bei dem Wetter. Atme nochmal lang ein, in deinem Rhythmus und langsam aus. Und dann lässt du die Augen geschlossen und ziehst dein rechtes Knie langsam zu dir ran. Schieb gleichzeitig den linken Fuß, die Ferse und den Großzehball nach vorne, dass du das Gefühl hast, du würdest alle Muskeln um deinen Knochen links wirklich spannen. Rechtes Knie ruhig die Schienbein fassen und nah zu dir ranziehen. Heute geht es ein bisschen um Oberschenkelrückseite und Hüfte. Nimm das Knie ein Stückchen weiter nach außen und führ es nochmal langsam nach innen. Nochmal nach außen und langsam in deinem Tempo nach innen. Vielleicht magst du sogar nochmal kreisen, ganz sanft, bevor du das Knie so weit wie möglich, nicht so weit wie möglich, aber schon ein Stück nach außen ziehst und eventuell in ein halbes Happy Baby gleich kommst. Ja? Ich hoffe, ihr seid schon recht warm. Greif mit der Hand an der Innenseite des Beines zur Außenseite des Fußes. Die Fußsohle zeigt zum Himmel. Genau, das Bein hat einen 90-Grad-Winkel ungefähr. Du schiebst den linken Fuß nach vorne weg, atmest ein, lässt den rechten Arm leicht angewinkelt und vielleicht kannst du ganz sanft den Fuß nach unten ziehen oder du drückst den Großzehballen einfach nur in deine Hand, die den Fuß hält. Rechte Hand, rechten Fuß, also nicht über Kreuz. Sehr schön. Versuch die Oberschenkelrückseite des linken Beines zum Boden zu schieben. 2 Atemzüge. Und
Und dann löst du die Hand vom Fuß, ziehst das Knie zu dir ran, machst einen sanften Hüpfer mit deinem Gesäß zu deiner rechten Seite und einen ganz easy Twist, rechtes Knie über die Seite ablegen oder in der Luft lassen. Genau, rechtes Knie, linke Seite. Die linke Hand bleibt am Oberschenkel, die rechte Schulter will zu Boden. Also ihr schaut auch gern zur rechten Seite oder wendet den Kopf mit geschlossenen Augen. Und lasst euer langes Bein wirklich lang und in sanfter Aktivität. Nicht Spannung, aber Aktivität. Als würdet ihr mit der Ferse etwas nach vorne zu Riemen schieben. Dein Steißbein will zur Ferse des linken Fußes so ein bisschen länger werden, nach unten noch. Zwei Atemzüge. Und dann rollst du zurück auf den Rücken, ziehst das Knie vielleicht noch einmal zu dir ran und lässt es dann nach vorne ausgleiten, das Bein. Wechselst direkt auf die andere Seite, linkes Knie zur Brust. Gut, und dann beginnst du es zu bewegen. Einfach so sanfte Bewegung nach rechts und nach links, scheibenwischerartig. Oder du machst sanfte Kreise, um mal so eine Verbindung jetzt schon zu deinem Hüftgelenk hier zu bekommen und auch zur Außenhüfte. Es ist alles Mögliche. Hüftbeuger, es ist die Außenseite, es ist die Innenseite. Und das werden wir heute nochmal spüren. Und dann, ohne dass deine rechte Seite abhebt, nimmst du das Knie etwas weiter nach links, löst die rechte Hand vom Bein und greifst mit der linken an der Innenseite zur Außenseite des Fußes. Ist mal lustig, welche Varianten ich da so sehe. Auf der Innenseite des Beines zur Außenseite des Fußes. Zur Außenseite, Aline. Ja. Lass die linke Schulter entspannen. Wenn der Fuß zu weit weg oder dein Arm zu kurz ist, dann greifst du mit der Hand zum Schienbein oder zur Wade, was völlig okay ist. Ich möchte nicht, dass ihr die Schulter auskugelt. Ja. Wenn du jetzt schon den Raum hast, dann schieb den linken Großzehbein Richtung Himmel, die linke Ferse Richtung Himmel und halt nur sanft mit der linken Hand dagegen. Zwei Atemzüge. Ein Atemzug. Und dann löst du die Hand, ziehst das Knie zu dir ran, dein Gesäß macht einen Hüpfer zur linken Seite und du legst das Knie zur rechten Seite ab. Ruhig den Po so ein Stückchen noch nach links schieben zum Aue-Stadion, und wohin auch dein Blick dann geht oder der Kopf dreht. Rechte Hand hält nur sanft auf das Bein und du versuchst mehr, gar nicht das Bein zu Boden zu drücken, sondern dein Steißbein zur vorderen Ferse nach vorne rauszuschieben, um dem unteren Rücken ganz viel Raum zu geben. Schön. Genau, wie gesagt, auch hier noch zwei Atemzüge. Ihr seht alle so entspannt aus wie am Strand. Ein, das müssen wir mal ändern jetzt. Und dann rollst du in die Mitte zurück. Ziehst dein linkes Knie ran, ziehst dein rechtes Knie ran. Und entweder machst du einfach entgegengesetzte Kreise mit dem Knien. Oder du rollst schon mal sanft mit den Knien rangezogen nach vorne und nach hinten für eine Massage der Wirbelsäule. Langsam. Für die, die nach vorne und nach hinten rollen, ihr könnt euch überlegen, ob ihr einfach direkt in den Sitz und weiter in den Vierfüßlerstand kommen möchtet. Und für die anderen entweder nach vorne und nach hinten rollen oder über die Seite nach oben kommen, Vierfüßler. Super gut. Da machen wir gar nicht so lang. Lasst die Fußrücken ruhig schon die Fußrücken lang für den Moment. Atme hier ein, heb das Herz sanft,
Brust Richtung Herkules, Bauch sinkt, aber du hältst den Bauchnabel zugleich nach innen. Ich möchte nicht, dass du durchhängst, sondern dass du mehr die Bewegung aus den Schulterblättern beginnen lässt. Ausatmend werde rund, nimm das Kinn zur Brust, schieb die Schulterblätter auseinander. Wenn du jetzt schon möchtest und ein bisschen mehr Wärme als ohnehin schon möchtest, kannst du die Knie für einen Moment anheben. Nur die Knie. Einatmend wieder Knie ablegen, sanftes Hohlkreuz und vor allem Schulteraktivität, Schulterblattspitzen zueinander und ausatmend nochmal rund werden. Knie am Boden oder Knie abheben. Letztes Mal einatmend Hohlkreuz, ausatmend rund werden. Knie ablegen. Hier einatmend für alle. Ausatmend rund werden, so rund du nur kannst und in der Rundung das Gesäß auf die Fersen schieben, Stellung des Kindes. Gut. Lass die Hände ruhig vorne. Kannst du vielleicht die Fingerspitzen noch aktiver in den Boden schieben? Handflächen bleiben am Boden, Zeigefinger schiebt in den Boden und auch der Ballen des Daumens. Einatmen, zieh dich nach vorne. Vierfüßler. Ausatmend nochmal rund werden, schieb dich nach hinten auf die aufgestellten Füße diesmal. Kannst du alle zehn Zehen aufspreizen in dieser Position und sanft in den Boden drücken? Einatmend, Vierfüßler, Beine strecken direkt in die Planke. Gut. Heb den Bauchnabel nach innen. Wir machen heute ein bisschen höhere Planke. Das heißt, du schiebst die Schulterblätter auseinander und wirst so aktiv. Schau, dass du die Schulterblätter Richtung Himmel schiebst, aber nicht das Gesäß. Das Gesäß bleibt auf Höhe der Schultern. Ja, schwierig. Zieh die Hände zu den Füßen und die Füße zu den Händen. Atme lang weiter ein und lang aus. Einatmend hier, schieb dich vielleicht noch ein Stückchen weiter nach vorne, bis die Fersen über den Vorderfüßen sind. Und dann schieb dich raus, du wirst rund ausatmend und mit diesem runden Rücken ausnahmsweise herabschauender Hund. Lass die Beine mal gestreckt und schau, wie viel Raum du in den Schultern bekommst. Der untere Rücken ist jetzt vielleicht ein bisschen rund, das ist normal in dieser Variante. Kannst du vielleicht noch mal die Hände nutzen, um dich noch ein Stückchen weiter nach hinten zu schieben und noch mehr Raum an den Seiten zu bekommen? Einatmen, Planke. Diesmal winkelst du die Beine an, ziehst Hände zu den Füßen, Füße zu den Händen, hebst die Sitzbeinknochen nach hinten hoch und schiebst dich dann zurück herab. Schauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Linkes Bein bleibt leicht angewinkelt. Das rechte Bein hebst du zum Himmel und streckst es aus, als gäbe es keinen Morgen. Schieb den Großtibialen weit nach oben. Streck das Bein. Streck das Bein. Du willst die Wolken antippen, damit die Sonne wieder zum Vorschein kommt. Hoffe ich. Noch ein Stückchen mehr nach oben. Einatmend. Ausatmend. Knie nach vorne zur Stirn, Schultern über die Handgelenke. Immer noch Hände zum Fuß ziehen. Einatmend nach hinten hoch. Ausatmend, Knie nach vorne. Und dann stellst du den Fuß weit vorne ab. Sehr schön. Zieh die Füße zueinander. Heb das Gesäß ein Stückchen höher und heb die Innenseite des linken, also des hinteren Beines, Richtung Himmel nach oben. Komm auf deine Fingerkuppen und setz die Fingerkuppen eine halbe Handlänge weiter nach vorne. Nimm den Blick vor deine Matte und zieh deine rechte Gesäßhälfte nach hinten. Aha. Gut, das rechte Bein ist angewinkelt. Es ist noch eine Sprinterhaltung. Sehr gut. Versuch dein Brustbein mit der Einatmung noch ein Stückchen weiter nach vorne zu bringen. Ausatmend die Füße aktiver zueinander zu ziehen. Vor allem den rechten Fuß nach hinten. Nochmal tief ein.
Lang aus, gleichermaßen auf beiden Füßen stehend, winkelst du das hintere Bein leicht an und hebst dich in deinen Krieger 1, in deinen Krieger 1 mit angewinkeltem hinteren Bein. Gut. Atme hier ein, zieh dich nach oben, ohne dass die Beine mehr strecken. Und ausatmend bringst du deine Hände hinter dir, die Handflächen nur aneinander legend. Geht das? Du kannst die Beinarme strecken, du kannst die Arme auch anwinkeln. Zieh die Schultern nach hinten unten. Die Daumen können noch am unteren Rücken verweilen. Gut. Und dann hebst du die Daumen 1 Zentimeter nach hinten an, ziehst die Ellenbogen noch ein Stückchen mehr zueinander und atmest ein, indem dein Brustbein nach oben zum Himmel hebt. Super gut. Lass die Brust so offen, löst die Hände, Krieger 1, einatmend, Arme nach oben. Ausatmend lässt du das Knie langsam, langsam zu Boden sinken. Sehr schön. Du kannst die Hände am Himmel oder Richtung Himmel lassen oder du nimmst die Hände auf deinen vorderen Oberschenkel, um die Hüfte noch ein bisschen senkrechter aufzurichten. Das hilft oft, wenn man die Hände auf dem Oberschenkel hat. Zieh dein Schambein nach oben, nimm die Hände, um das Brustbein erst anzuheben und dich dann vielleicht noch ein Stückchen weiter nach hinten zu lehnen. Rechtes Knie schiebt nach vorne, aber nicht über die Zehen hinaus. Bestenfalls steht er sogar über der rechten Ferse. Heb den Bauchnabel noch ein Stückchen mehr an. Ja, du solltest jetzt was in der linken Seite spüren, Iliopsoas, so Hüftbeuger. Nochmal tief und lang ein. Und bring ausatmend die Hände zurück zu Boden. Streck dein linkes Bein. Und schieb das rechte nach hinten hoch, dreibeiniger Hund. Ja. Halt das Bein in Streckung, dann wird es leichter. Atme ein, schieb dich in die Planke, so wie du bist. So wie du bist. Oh ja, das meine ich so. Streck das Bein. Streck das Bein. Und dann stellst du den Fuß ab, Planke, lässt ausatmend, ohne den Chor zu verlieren, Knie, Brustbein und Kinn nach vorne unten sinken. Gut. Schön. Setz die Hände eine Handlänge mehr nach rechts bzw. nach links, dass die Hände weiter stehen als normal. Leg die Fußrücken lang ab. Und dann suchst du mit den Zehen das Mattenende. Und ohne die Hände groß zu nutzen, atmest du ein. Erste Mini-Baby-Cobra. Erste Mini-Baby-Cobra. Mini, mini, mini. Hände liegen am Boden, aber sind kaum in Benutzung, in Anführungszeichen. Ausatmen, Stirn zurück zu Boden. Lass das Gesäß locker, atme ein. Eine etwas ältere Kobra, Pubertätskobra. Aufrichten. Schultern nochmal entspannen und trotzdem das Brustbein anheben. Ausatmen, Stirn zu Boden. Und jetzt darfst du die Hände gerne nutzen, um in deine Erwachsenenkobra hinaufzusteigen. Einatmend. Schaut noch mal ganz kurz, während ihr in der Kobra seid, nach unten, Kopf ist entspannt und guckt, ob eure Hände ungefähr unter den Ellenbogen liegen. Wenn sie nicht dort liegen, stellt die Hände ein Stückchen nach hinten. Ausatmen, Stirn zu Boden. Hände zurück auf die Matte, falls sie außerhalb lagen und du schiebst das Gesäß nach hinten in die Stellung des Kindes. Einatmend. Planke. Planke. Ausatmend. Beine leicht angewinkelt in den herabschauenden Hund. Rechtes Bein hebt nochmal an. Einatmend. Rechtes Bein ist immer noch gestreckt. Ausatmend, zieh das Knie nach vorn zur Stirn. Schieb es wieder nach hinten hoch, einatmend. Hol es zum rechten Oberarm, ausatmend, Oberarm. Einatmend, hinten hoch.
Ausatmen zum linken Oberarm. Und wir halten hier zwei Atemzüge. Hebst etwas höher, das Gesäß mit natürlich. Eins. Einatmend nach hinten hoch. Und dann, ohne dass ich nur ein Schuppern von Matten höre, stellst du den Fuß nach vorne ab. Gut. Sehr schön. Einatmend, Krieger 1. Im Krieger 1, rechter Fuß ist vorne. Ihr überschlagt die Hände, sodass eure linke Hand vor der rechten ist. Also Handflächen ineinander. Genau, und die linke, der linke Arm ist vor dem rechten. Okay, ich glaube, ist klar. Ihr könnt die Handflächen lang lassen und nur aneinander schieben, um noch mehr Höhe hier zu erlangen. Atmest lang ein hier und lehnst dich zu deiner rechten Seite sanft ausatmend. Heb das Schambein an, eventuell winkelst du das hintere Bein nochmal an, wenn es zu sehr zieht. Und dann kommst du in die Mitte zurück, löst die Hände für den Nummer 1, Krieger 1, atmest ein. Führst die Hände vor dein Herz ausatmend. Atmest ein, ohne dass du weiter nach oben steigst, schaust du, ob du mit der Atmung die Daumenknochen anheben kannst. Und deine Hüfte bleibt so, wie sie ist, als würde sie jetzt eingespannt sein. Du drehst nur den Oberkörper zu deiner rechten Seite. Ausatmen. Gut, einatmend hier. Und dann legst du den linken Ellenbogen auf oder an die Außenseite des rechten Oberschenkels. Wenn das zu viel ist, leg dein linkes Knie zu Boden ab. Wenn du es in der Luft hast, das Knie allerdings, dann streck das Bein. Streck es. Ja. Schieb die Handflächen aufeinander, zieh die Daumen zu dir ran und lehn dich ein Stückchen mehr zurück, während dein rechtes Knie in deinen Oberarm nach außen wegschiebt. Super gut. Einatmend, zurück langsam, Krieger 1. Langsam, kontrolliert. Ausatmend, setzt die Fingerkuppen vorne ab für den Sprinter und hebt dabei die hintere Ferse. Vielleicht bist du nur noch auf dem großen Zeh. Ihr könnt die rechte Hand gerne an die Innenseite des rechten Fußes nehmen. Also die muss nicht außen stehen. Und ich möchte, dass die hintere Ferse ganz weit steigt. Du hebst das Brustbein zu Rehm, ziehst dich nach vorne und jetzt ziehst du die rechte Pobacke nach hinten hoch und streckst dein rechtes Bein etwas mehr. Etwas mehr. Allala. Ja. Gut. Einatmend nochmal anwinkeln. Und dann die rechte Pobacke nochmal sanft nach oben ziehen. Nochmal sanft. Und du ziehst die rechte Ferse mit nach hinten. Und der hintere Fuß ist weit, weit, die Ferse weit gehoben. Wenn du den Raum hast, kannst du die linke Ferse Richtung Boden schieben. Wenn du den Raum hast. Mir ist aber mehr wichtig, oh Gott, mir ist aber wichtiger, dass euer Rücken möglichst lang bleibt. Deswegen zwängt euch nicht in irgendwelche Positionen. Gut. Egal wo du bist, zieh die rechte Gesäßhälfte noch immer ein Stückchen zum Mattenende. Und dann atmest du ein, rechtes Knie winkelt an, schau nach vorne und leg dein linkes Knie zu Boden ab. Beide Hände auf der Innenseite des Fußes. Sehr schön. Gut, diesmal sinkt die Hüfte ein Stückchen weiter nach vorne. Ein Stückchen weiter nach vorne. Du kannst den Fußrücken hinten lang ablegen oder aufgestellt lassen. Wöhn dich erstmal für ein paar Atemzüge an die Position, dass, wie gesagt, die Hüfte nach vorne sinkt und dann gebe ich euch gleich Optionen. Wenn du sagst, das reicht dir hier, dann reicht es dir hier. Wenn du etwas mehr möchtest,
zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst den hinteren Fuß wieder auf Stülpstein um und streckst das linke Bein. Drei Möglichkeiten. Oder du streckst das Bein und legst die Unterarme ab. Oder du lässt den Fußrücken lang und streckst das Bein. Probiert's aus. Die letzte ist natürlich die intensivste. Ja? Genau, super. Ist kein Spagat? Noch nicht? Nee, wird's auch heute nicht. Rechter Fuß bleibt unterm rechten Knie stehen. Aber sehr eindrucksvoll. Super. Egal wo du bist, zieh die rechte Ferse nach hinten, schieb den hinteren Fuß in den Boden. Fußrücken oder Vorderfuß noch drei. Ein. Und aus. Eins. Ein. Und aus. Zwei. Schau, dass du die Hüfte anhebst und eher das Knie hier lässt. Gut. Hüfte weiter anheben. Nochmal tief ein. Zieh dich noch mit dem Oberkörper weiter nach vorne. Ja. Und aus. Drei. Sehr gut. Leg das Knie ab, falls du es in der Luft hattest. Stülp den hinteren Fuß um und dann streckst du das Bein wieder für. Ach nee, Quatsch, ich habe was vergessen. Linkes Knie bleibt am Boden. Ihr rotiert den rechten Fuß nach außen auf. Linke Hand bleibt am Boden, rechte Hand gerne auf den rechten Oberschenkel und ihr rotiert zu eurer rechten Seite, schiebt sanft das Knie nach außen weg. Die Hüfte schiebt oder sinkt sanft Richtung Boden, ohne dass dein linker Oberschenkel so zu Boden ploppt. Aktiv in der rechten Seite bleibt. Entweder du bleibst hier. Heute ist der Tag der Option. Rechter Arm eventuell nach vorne. Und dann ziehst du ihn über die Seite weit nach hinten. Auch hier kannst du super gerne bleiben. Oder du winkelst das hintere Bein an und greifst den Fußrücken. Ups. Vielleicht? Aline? Ah ja. Falls du den Fußrücken gegriffen hast, schiebst du ihn sanft in deine Hand und lehnst dich wirklich nach hinten, machst die Brust ganz weit auf. Aber du kannst in jeder der vorherigen Variante bleiben. Nichts ist besser oder schlechter. Prüf deinen Atem hier nochmal zwei Atemzüge. Sehr schön. Gut. Falls du den Fuß gegriffen hast, löst ihn, ohne dass er zu Boden plopst. Und dann nimmst du den rechten Arm. Alle nehmen den rechten Arm nach vorne, rechte Hand zu Boden. Den rechten Fuß wieder sanft eindrehen, in den Sprinter zurückkommen. Einatmend. Hier ausatmend. Rechtes Bein nach hinten hoch, dreibeiniger Hund oder einbeiniger Hund, je nachdem. Und dann den Fuß absetzen. Nach vorne in deine Planke einatmend. Über Chaturanga oder Knie, Brustbein, Kinn zu Boden. Ich gebe euch die Option einatmend, Cobra oder heraufschauender Hund, wenn du das heute Morgen brauchst. Entspann auf jeden Fall in allen Positionen deine Schultern. Heb den Bauchnabel an, spann die Oberschenkel an, egal wo du bist. Kein Druck im unteren Rücken schaffend und dann ausatmend über die Stellung des Kindes in den Vierfüßler, in den herabschauenden Hund. Und dann verweilst du hier im Hund für ein paar Atemzüge. Schau mal, wie kannst du dich einrichten, ohne dass du das Gefühl hast, ohne etwas verändern zu müssen. Sehr schön. Das rechte Bein bleibt leicht angewinkelt, du hebst das linke Bein gestreckt
nach oben. Kannst du die rechte Hüfte nach hinten hochziehen? Ah ja. Gut. In der nächsten Ausatmung Knie zur Stirn. Knie zur Stirn. Also an die Stirn. Einatmend nach hinten hoch. Sehr schön. Ausatmend wieder nach vorne. Denk nochmal dran, du willst rund werden im oberen Rücken. Den Bauchnabel zugleich einziehen, noch nicht den Fuß absetzen. Ja. Und dann den Fuß absetzen. Gut. Fingerkuppen wandern ein Stückchen nach vorne, eine oder eine halbe Handlänge. Und jetzt werd erstmal ganz rund. Rechte Ferse, rechte Schulter und die Krone des Kopfes sind so deine Messpunkte, in denen du die Länge schaffst. Suse, winkel das vordere Bein ruhig ein bisschen mehr an. Das ist schon ein Sprinterfuß. Stell den Fuß ein bisschen weiter nach vorne. Genau. Sehr gut. Atme hier lang ein und in der Ausatmung zieh die linke Ferse mit der Hüfte nach hinten, aber das Brustbein nach vorne. So, gut. Schön. Auch immer mehr lang einatmen. Und wenn die nächste Einatmung kommt, dann hebst du dich nach oben, Krieger 1. Winkel gern das hintere Bein leicht an. Heb dein Schambein nach oben. Nimm die Arme nochmal weit nach oben. Dann winkelst du sie an und ziehst sie wie Kaktusarme nach unten, hinten, nach unten, hinten. Und hebst das Brustbein zugleich an. Und während du hier so stehst und überlegst, was du machen könntest, drehst du deine Handflächen nach oben auf, ohne dass du deine Handgelenke abkippst. Nee, die bleiben, Handgelenke bleiben, als gäbe es sie nicht. Gut. Ihr schiebt die Ellenbogen nach vorne und nehmt die Handflächen dann ein Stückchen weiter nach oben. Es ist so eine Bewegung, eine Rotationsbewegung. Schön. Und dann streck die Arme nach hinten aus. Nach hinten aus. Ja, wie im Krieger 1, aber aus dieser Position. Gott. Super. Langsam sinkt das rechte Knie zu Boden. Du nimmst die Hände auf den vorderen Oberschenkel, um deine Hüfte etwas mehr aufzurichten. Gut, noch sinkt die Hüfte nicht, sonst ist es ein Aufrichten. Nutz die Hände, um dich sanft nach hinten zu lehnen oder zu schieben im Oberkörper. Tief und lang einzuatmen. Tief und lang aus. Und einatmen hier. Und dann setzt du die Hände wieder vorne ab. Oh Gott. Stülp den hinteren Fuß ab für den Sprinter, atme ein. Zieh die linke Ferse nach hinten, hol die rechte Hüfte nach vorne, ausatmend. Und einatmend, vorderen Fuß nach hinten hoch, dreibeiniger Hund. Halte die Hüfte ganz integer, also du wirklich Hüftknochen wollen oder Oberschenkelknochen wollen in der Hüfte bleiben, das linke Bein bleibt gestreckt. Und in dieser Stärke schiebst du den nach vorne in deine Planke und hältst. 2, 1, wenn du magst, so zu Boden oder Fuß absetzen und zu Boden. Öffne die Knie ein Stück nach außen, nur ein Stück, nicht viel. Also die Beine ein Stückchen nach außen. Und dann kommst du in deine Cobra, winkelst du gleich die Beine an und ziehst die Fersen zu dir ran. Und die Bewegung ist weniger ein Kneifen des Pos, sondern mehr eine Aktivität in den Oberschenkelrückseiten. Du musst nicht hochkommen im Oberkörper, bleib ruhig tief. Aber schau mal, ob du die Oberschenkelrückseite hier spüren kannst.
Ausatmend alles ablegen. Einatmend Kobra. Und dann ganz langsam zurück auf deine Weise herabschauender Hund. Dein linkes Bein steigt nochmal nach oben, einatmend. Du bringst das Knie zur Brust, atmest aus. Bein wieder nach hinten hoch, ein. Zum linken Oberarm aus. Nach hinten hoch, ein. Zum rechten Oberarm und wir halten hier. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Zwei. Eins. Nach hinten hoch, einatmend und nach vorne absetzen, ausatmen. Gut. Das rechte Knie sinkt zu Boden und du richtest dich auf. Diesmal Arme lang, also nach oben. Und dein rechter, also du drehst die Handflächen nach außen, der rechte Arm kreuzt vor dem linken. Du ziehst dich erstmal nach oben und lehnst dich dann zu deiner linken Seite. Ja. Und jetzt kannst du schon gerne die Hüfte etwas sinken lassen. Aber Schambein ranziehen, die Bewegung der Rückbeuge mehr im Oberkörper beginnen und enden lassen. Schön. Du kommst in die Mitte zurück, löst die Hände voneinander, bringst die Fingerkuppen auf die Innenseite oder die Hände auf die Innenseite deines linken Fußes und lässt die Hüfte nach vorne sinken. Findest deine Variante bestenfalls die, die du auf Seite A gemacht hast. Also entweder Fuß so bleiben. Oder Fuß umstülpen und das Bein strecken. Oder das Bein strecken und auf die Unterarme kommen, wenn du den Rücken lang halten kannst. Oder den Fußrücken abgelegt lassen und das Ganze machen. Sehr gut. Schön. Super. Sanft die linke Ferse nach hinten ziehen. Vielleicht dich mit dem Herzen eher Richtung Zukunft wenden, also nach vorne, ohne die Gegenwart zu verlieren. Drei Atemzüge ganz lang. Schöne lange Atemzüge, wirklich. Ich mag deine Kette. Und dann legst du das Knie ab, falls es noch in der Luft war. Richtest dich auf und drehst den linken Fuß sanft nach links raus. Rechte Hand kannst du gerne am Boden oder bestenfalls auf Fingerkuppen lassen. Ja? Wenn wir uns auf der Hand abstützen, ist das oft so, dass wir uns so auf die Hand lehnen. Und ich möchte, dass ihr natürlich jetzt in der Hüfte arbeitet. Rechts auf Fingerkuppen, Oberkörper ist aufgerichtet. Die linke Hand nutzt du, um das Knie so ein bisschen nach außen wegzuschieben und dich zugleich im Oberkörper nach hinten zu lehnen. Lass den linken Großzehballen bitte am Boden, auch wenn du in der Hüfte sehr flexibel bist. Und eventuell zieht der linke Arm über vorne in der Länge nach hinten, Daumen zeigt zum Himmel. Du kannst hier bleiben, du kannst, das habe ich eben nicht gesagt, gerne auch den Handrücken an den unteren Rücken nur lehnen oder du winkelst das Bein an, greifst deinen Fußrücken von außen und schiebst den Fußrücken in deine Hand. Ja. Vorderes Knie noch ein bisschen zu mir. So, ist gut. Alles klar. Guck mal, kannst du die Außenseite greifen? Dreh mal die Hand. Nee. Das. Ja. Und jetzt lehnst du dich zurück.
2. Und 1. Linker Arm löst vom Fuß, der Fuß gleitet zu Boden. Beide Hände sind jetzt am Boden, du stülpst den hinteren Fuß um, atmest ein und kommst in den Sprinter. Atmest aus, hier lässt die Hüfte ein Stückchen sinken, ohne das hintere Bein anzuwinkeln. Schiebst das linke Bein einatmend nach hinten hoch, dreibeiniger Hund. Und setzt den Fuß neben den Fuß ab. Sehr gut. Okay. Atme ein, hier heb beide Fersen weit. Atme aus, winkel die Beine an und schau nach vorne. Gut. Und dann machst du entweder 2 Schritte, einen Sprung oder auch mehrere Schritte, um am Beginn der Matte zu landen. Okay. Einatmend, langer Rücken. Ausatmend, Beine anwinkeln, Gesäß sinkt auf Kniehöhe. Einatmend, nur auf Kniehöhe. Fußsohlen bleiben am Boden. Einatmend in deinen Stuhl. Letzte kleine Herausforderung. Ihr hebt die Fersen an. Okay. Und jetzt öffnet ihr die Knie ein Stückchen weit nach außen und setzt euch tiefer, tiefer, tiefer. Fersen steigen, steigen, steigen. Und dann setzt du die Fingerkuppen langsam vorne ab. Wanderst die Fingerkuppen noch ein Stückchen weiter nach vorne und lässt den Oberkörper zwischen deinen Oberschenkeln sinken. So eine ganz grobe Variante von Malasana der tiefen Hocke. Atme noch einmal lang ein. Und dann setzt du dich langsam zu Boden ab. Gut. Gehen wir ein bisschen mehr in die äußeren Seiten der Hüften. Wenn ihr wisst, ihr seid da super offen, dann kommen wir jetzt doppelte Taube, rechtes Knie über link, also rechten Unterschenkel über linken Unterschenkel. Wenn ihr wisst, euer Knie steigt nach oben und das ist heute nicht möglich, macht einen Schneidersitz, wo das rechte Bein vor dem linken liegt. Eure Variante. Unterschenkel auf Unterschenkel oder rechten Fuß vor linken Unterschenkel. Genau. Sehr schön. Die Sitzbeinknochen bleiben am Boden. Du setzt die Hände wieder vor dir auf Fingerkuppen. Atmest ein, als würdest du eine Kobra machen wollen. Ziehst dabei die Schulterblätter nach hinten, lässt sie dort, bleibst hier, vielleicht. Oder lässt den Oberkörper in der Länge nach vorne sinken. In der Länge. Schau mal, das ist kein Lotus. Leg mal den Fuß so und den da drüber. Also das ist über, ja, und den da drauf. So, beide Füße sind geflext. Nee, nee, da. So. Okay, beide Füße sind geflext. Genau, ja, genau, das ist super. Egal wo du bist, flex deine Füße und schieb die Großzehballen zu den Seiten über die Matte hinaus hinweg. Denise, schau mal, du auch. Unterschenkel auf Unterschenkel, es ist kein Lotus. Ja, genau, du hast eine ganz andere. So ist besser, ne? Versuch lang zu bleiben, auch im unteren Rücken und auch hier. Sehr schön. Gut. Carsten, flex deinen linken Fuß. Versuch den linken Fuß zu flexen. Noch? Genau. Versuch den so aktiv zu halten. Du wirst ein bisschen andere. So, genau. Genau, dass die so liegen. Sehr gut. Sehr gut. Genau, du wirst ein bisschen andere Aktivität in der Hüfte spüren außen. 2. Eins. Und dann richtest du dich langsam auf. Deine linke Ferse
bleibt da, wo sie ist im Grunde genommen. Du stellst den rechten Fuß auf, wir wollen in den Drehsitz. Du stellst den rechten Fuß an die Außenseite deines linken Oberschenkels. Ja. Dreh dich ruhig ein bisschen nach vorne. Gut. Sehr schön. Greif gern das Schienbein, atme ein in die Länge nach oben. Und in der Ausatmung drehst du ebenfalls, nicht ebenfalls, sondern du drehst nach rechts. Ja. Ja, rechte Hand kannst du gerne hinter dir aufstellen. Mal schauen, dass nicht so ganz so nah am Gesäß ist und du dich trotzdem gut aufrichten kannst. Entweder du bleibst hier, was super okay ist, oder du nimmst den Arm nach oben in der nächsten Einatmung, den linken. Und legst den linken Ellenbogen bzw. Oberarm an die Außenseite deines Oberschenkels ab. Ja. Du kannst die Hand offen lassen. Du kannst auch gerne, das hilft mir immer, eine Faust machen, um etwas mehr Druck zwischen den Ellenbogen und deinem Oberschenkel zu erzeugen. Und dich so noch schöner aufzurichten und zugleich zu drehen. Ausatmet. Kannst du nochmal einatmend in die Länge atmen und ausatmend eventuell etwas mehr in die Drehung. Rechte Schulter nach hinten. Such deine Schulterblattspitzen, die wollen zueinander. Und dann kommst du langsam zurück. Einatmen. Schön. Wir wechseln die Seiten. Löst das rechte Bein einfach mal. Du kannst gerne kurz die Beine ausschütteln. Und jetzt entweder Schneidersitz, linker Unterschenkel vor dem rechten oder Fuß vor dem rechten oder der Unterschenkel auf dem rechten Unterschenkel. Also es ist kein Lotus, also die Fersen liegen nicht in der Hüfte, sondern die Unterschenkel sind wirklich übereinander parallel vor dir. Genau. Egal wo du bist, flex die Füße, um dein Knie zu schützen, gerade den Außenmeniskus. Und dann nimm die Hände ruhig mal hinter dich, um dich schön aufzurichten. Ganz leicht die Sitzbeinknochen nach hinten und in die Matte zu schieben, schön lang zu werden. Und wenn du möchtest, dich ein Stückchen nach vorne mit den Händen zu wandern und den Oberkörper in der Länge nach vorne sinken zu lassen. Gut, genau. Sehr schön. Wenn du den Blick gehoben hast, schau kurz vor deine Matte ungefähr. Das ist ganz gut für die Halswirbelsäule. Gerade diese Positionen sind schön, um einfach zwar dich gut auszurichten, aber dann auch ein bisschen ins Fühlen zu gehen und mal zu gucken, wo kannst du vielleicht noch ein Stückchen mehr Raum schaffen in der Hüfte. Zwei. Ein Atemzug ganz lang. Und dann richtest du dich auf. Gut. In den Drehsitz gehen wir. Das heißt, euer linkes Bein bleibt so, wie es euer rechtes Bein, genau, sorry. Du warst auf der anderen Seite, oder? Euer rechtes Bein bleibt so, wie es ist, beziehungsweise zieht die Ferse zur linken Pobacke und stellt den linken Fuß auf. Genau. Greif die Hände an dein Schienbein und richte dich erstmal auf und lass bitte auch den linken Sitzbeinknochen, der hebt jetzt nicht so nach links ab, sondern du lässt den ganz, ganz, ganz doll sinken. Genau. Ich habe bei dir geguckt. Einatmend hier. Und in der Ausatmung zieh die linke Hand hinter dich und setzt andere Seite auf. Nochmal bewusst den Sitzbeinknochen zu Boden sinken lassen, den linken. Also hier wirklich zu sinken. Und es ist okay, hier zu bleiben und dich nur aufzurichten. Rechter Arm steigt eventuell, einatmen. Und eventuell legst du den Oberarm dein
Ellenbogen dort ab, an der Außenseite deines linken Oberschenkels. Zwei, drei Atemzüge hier. Und wenn es auch von außen vielleicht so aussieht, als würdest du nichts tun oder dich nicht bewegen, nutz die Atmung, um einatmend lang zu werden und ausatmend mehr Raum durch die Drehung zu geben. Entspann die Schultern nochmal. Letzter Atemzug. Und dann langsam zurück nach vorne drehen. Löst die Beine voneinander und komm in eine weite Grätsche. Wir gehen in Upavishta Konasana. Das ist die Beine weit nach außen ablegen. Ich denke, ihr habt den Raum jetzt. Für irgendwas muss ja auch der Sicherheitsabstand hier noch zusätzlich gut sein. Schieb die Fersen nach außen, du kannst die Beine minimal anwinkeln. Setz die Hände auch hier nochmal hinter dir auf, um das Brustbein, den Oberkörper weit aufzurichten und die Zehen aufzuspreizen. Kannst du ganz viel Liebe in den großen Zeh und in den kleinen Zeh geben und beide nach vorne schieben. Ja. Gut. Und dann ziehst du die Oberschenkel zurück in deine Hüfte, richtest dich zugleich auf, atmest ein, nimmst die Hände zwischen deine Innenschenkel und wanderst langsam nach vorne in deine Art der gespreizten Vorbeuge. Ich möchte, dass eure Füße aktiv bleiben, dass ihr die Fersen in den Boden und nach hinten zieht, während der Oberkörper nach vorne geht. Dass die Beine minimal angewinkelt bleiben und ihr das Gefühl habt, ihr würdet die Oberschenkel andauernd in die Hüfte sanft rein zurückholen. Willst du die Füße ein bisschen weiter aufspreizen und die Beine mit an? Alles klar. Gut, alles klar. Dann winkel die Beine ein bisschen vielleicht an. Noch ein bisschen nur. Ach so, alles klar, du weißt schon Bescheid. Gut, ich lasse dich in Ruhe. Schieb das Brustbein weit nach vorne zum Herkules, es sei denn, du sitzt andersrum. Genau, Brustbein weit nach vorne. Rotier die Oberschenkel sanft aus. Zwei. Eins. Und dann richtest du dich nach oben auf. Gut. Bringst die Fußsohlen zueinander vor dir. Kippst oder lässt die Knie nach außen sinken. Kreist eventuell die Schienbeine, die Fußrücken oder das dazwischen. Ziehst dich nach oben, atmest ein. Atmest aus, lässt die Hüfte sinken und dann die Knie. Noch mehr. Atmest einmal ein in die Länge. Drehst dich im Oberkörper leicht zur rechten Seite und lässt deine linke Seite tiefer sinken. Kommst in die Mitte zurück, atmest ein, drehst mehr zur linken Seite, lässt das rechte Knie deutlich mehr sinken oder vom Gefühl schwerer werden. Kommst mehr in die Mitte, atmest ein. Und jetzt darfst du gerne rund werden und die Stirn nach vorne unten sinken lassen oder du bleibst aufrecht. Schieb deine Außenkanten der Füße in den Boden und die Fersen zugleich zueinander. Und dann nutz einfach nochmal die Zeit, um deine Atmung zu spüren und weniger zu denken, was du mit Füßen, Händen, Kopf
und so weiter machen sollst. Meist weiß dein Körper sowieso ganz gut, was er zu tun hat. Kannst den Kopf gerne ausschütteln. Du kannst einfach das Kinn sanft zu den Seiten nochmal schieben oder drehen. Vorsichtig. Und dann, zumindest für die, die nach hinten jetzt schon Platz haben, die rollen sich einfach ab und die anderen machen nochmal einen Hops nach vorne, vielleicht die Füße ein Stückchen nach vorne schiebend. Und dann rollst du dich auf den Rücken zum Liegen ab. Du kannst die Beine, wenn du möchtest, gerne nochmal wie so ein Käfer in die Luft strecken und einfach mal ausschütteln. Du kannst auch die Arme dazu nehmen. Check it. Good. Und dann legst du dich auf den Rücken. Ein allerletztes Happy Baby, falls du noch magst, gerne. Sonst bleib einfach liegen, genieß die noch erträgliche Wärme, hoffentlich. Gut, und dann löst du die Füße und kommst in Shavasana. Unsere Stunden heißen The Art of Being Present. Und da es die letzte Stunde ist, möchte ich, dass du mit einem Gedanken in dein Shavasana hineintauchst. Mit einer Ding, einer Sache, einer Person, der du im nächsten Jahr, bis wir uns wiedersehen, mehr Aufmerksamkeit schenkst. Kann auch etwas auf der Yogamatte sein, aber ich empfehle dir, deinen Yoga mit in dein Leben zu nehmen.
Öffne den Mund einen Spalt weit und atme ganz lang ein. Und dann natürlich auch wieder aus. Nochmal tief ein in den Bauch, in die Brust. Und so, als würdest du mit dem ganzen Gesicht einatmen, auch noch dahin. Und dann atmest du wieder aus. Einmal mehr in den Bauch, in die Brust, bis zu den Ohrenspitzen. Und du atmest aus. Mit einem Lächeln vielleicht beginnst du langsam die Füße zu bewegen, beginnst die Hände zu bewegen. Tust das, was dir jetzt gut tut. Bevor du auf deine linke Seite rollst, und über diese Seite mit Hilfe deines linken Armes in einen aufrechten Sitz kommst. Schließ die Augen gern für einen Moment. Lass die Lippen ganz sanft aufeinander liegen. Und du lässt den Atem durch deine Nase langsam einströmen. Auch wieder aus. Nimm die Hände vor dein Herz in Anjali Mudra und schließ deine Stunde hier, deine letzte für dieses Jahr auf der Krimwelt, nochmal mit dem Gedanken und dem Vorsatz an die Sache, den Menschen, dem oder der du in den nächsten 12 Monaten ganz viel Aufmerksamkeit schenkst. Und dann wünschen wir uns, dass du diese Stunde mit einem Lächeln beendest. Und wir sagen vielen Dank und Namaste für eure Hiersein. Habt einen schönen Restsommer. Wir danken euch einfach für die, die so regelmäßig und auch vielleicht nicht so regelmäßig aufgrund der Voraussetzungen dieses Jahr, ups, da waren oder da sein konnten. Und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr das einfach wieder unter vielleicht anderen Voraussetzungen starten können hier. Und sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ihr findet alles zu uns bei uns auf der Website, auch was Termine angeht, unser Retreat im Dezember, was wir hoffen, durchführen zu können, dann hoffentlich zu viert. Und ja, genau. Vielen Dank einfach. Danke.